ist doch jetzt ein Scherz, dass der Junge nicht rangeht, oder? Haben Sie mich gesagt, dass Sie hier in der Sendung heute dabei sind? Ja doch, hat er gemeint, juckt ihn nicht. Und er schleim ich dann. Willkommen zu einer kleinen weiteren Folge Lost in Translation. Und heute ist... Wer bist du nochmal? Ich bin der Rudi, hallo. Warte mal, du musst mir jetzt nochmal bitte kurz erklären, wie geht deine Begrüßung? Meine Begrüßung ist und alle schleimig, dann willkommen zur Arbeit. Was? Und alle schleimig. Ich weiß, tolle Begrüßung, die benutze ich auch in Vlogs. Dann stehe ich irgendwo mitten auf der Messe, auf der Gamescom und schreie dann und alle schleimig. Willst du nochmal sagen, warum alle seinen Kanal abonnieren sollen vielleicht? Nö, das finden die schon selbst heraus. Wer noch nicht mit dem Format vertraut ist, kann wie immer bei der ersten Folge vorbeischauen. Und du kannst einfach anfangen, direkt das erste Video einfach mal vorzulesen. Und ich hab gedacht, ich darf es jetzt nochmal für die dummen Zuschauer erklären, aber... Nee, das so kann ich nicht Doppelklicks abstauben tatsächlich. Okay, gut. Unerstteil, der Weg unter einem kleinen Video, wo ich einfach mal probieren, mir einen Witz und Humor von der Seele zu reden. Wie ihr sicher schon die meisten Betriebe klagen, geht es weiter mit einem Kanal. Vor einigen Tagen ist die letzte Folge Lochs, dem Translation, rausgekommen. Oh, das ist relativ easy. Das war, glaube ich, die Laberrunde. What's going on? Also hier, alles, was mir jetzt wichtig ist. Ja. Vor 2 Monaten tatsächlich schon. Das ist heftig. Richtig. Fand's nur sehr lustig, dass gerade, wo du erwähnt hattest, einfach mal mir Kummer von der Seele zu reden, draus gemacht wurde, mir einen Witz und Humor von der Seele zu reden. Dass das draus gemacht wurde. Aber YouTube, habt ihr gut gemacht. Ja, stimmt ja. 1:1 auf jeden Fall. Dann leg mal los. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin selber vielen von uns mich noch nie, dass der Plot, die Differenz, einen Kanal zu produzieren, ein, ich bin Olli, einige dürften, warte, das ist mein Cannabis, this müsst mich kennen. Dann möchte man von unserem wundervollen Internet, bin ich auf der kleinsten gestoßen. Cedric Party, RD die Straße 7 digitaler Form. Ja, Cannabis. Wir haben ja gesagt, wir nehmen die 8 Videos... Und die reichen bei mir bis zu Videos von vor 4 Monaten. Ja, genau. Deshalb hatte ja. ich da extrem Angst, dass ich da echt irgendwelche Videos gar nicht mehr im Sinn habe. Aber in dem Fall ist es einfach, weil es ist mein neuestes Video. Okay, ja. Das ist Celebetia Kulturschock. Okay, genau. Das war aber auf jeden Fall sehr geil, weil da hast du dich geoutet, dass du eigentlich Olli heißt. Ne? Also einfach ich bin Cannabis Olli. Nehmen. Genau, es steht jetzt 1:1. Das heißt, du bist wieder dran. Vielleicht. Okay. Sehr spannend. Ja. Es ist noch alles offen. Sich noch an Grenzen. Es ist alles offen. Das dritte ist meiner Meinung nach dann schon sehr hart, aber das hier ist noch, hält sich noch in Grenzen. Mit harten Dingen kenne ich mich ja aus. So. Okay. Hallo YouTube, ich grüße meine Mama. Okay. Das wird rausgeschnitten. Fang einfach an. Die Rothosen, sonst kommen sie sich bloß. Sie könnten doch nicht kommen, die Aufgabe stören. Panisch! Unwahrscheinlich. Dann fühlt kommt heute mal ein ziemlich innovativen Video. Ja, also ich würde mal sagen, jedes meiner Videos ist innovativ, aber das wurde tatsächlich auch sehr gut erkannt. Das war mein erster Kanal und alte Videos, das zweitneueste Video, was ich hochgeladen habe. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall. Aber auch schon mal nicht schlecht. Also 2:1 und ich würde mal sagen, ich mache direkt mit deinem weiter. Wir ballern jetzt hier direkt raus. Pretty straightforward. Ballern mal einfach. Ja. Einfach so. Mach mal, okay. Einfach so. Okay, gut, mach mal. Juli gab mir die Möglichkeit, ein Opfer aus diesem Kanal zu machen. Die Austernfischersteine müsst mich ein geschickt werden, Ulmen Galler, namentlich genannt worden, außer der Stadt Ratingen Stimme. Der Schnee dort wird sich bei diesem YouTube sorgen, während ansonsten Juli mit Kinos läuft. ja, das dürfte relativ wahrscheinlich Kartoffelsalat, der Trailer, meine Meinung sein, ja, wenn ich nicht komplett falsch liege, oder? Du bist sehr korrekt. Ich habe einen kleinen Sklaven, der immer mal Videos für mich produziert. Genau. Das sind dann von den 8, die er auswählen konnte, 2 ganze mindestens oder so. Oder schon 3, ich weiß es nicht. Daher kam das dann, du hast ihm eine Möglichkeit gegeben, ein Opfer aus deinem Kanal zu machen. Ich trage das Ganze mal etwas anders vor. Okay, dann mach das.
von dem Künstler Wolre. Und alles war gut, Walter Wallmann, auch kann die betreffenden Titel zu gewinnen. Nachhaltigkeit der Breite. Das große Österreicher Bild und soll ich meinen guten Freund Wuppertal? Dieser wird im Wege Beck, er kann dann entsorgt worden, wenn man in den ersten paar Minuten und beschreibt einen bedarfsgerechte und sympathische Menden. Ein großer Bruder Grundsicherung? Was? Prozent zum Mittelwert? Was soll das? Ich würde sogar dann tippen. Jetzt hab ich ein bisschen. Bin ich ein bisschen am Struggeln. Das kann natürlich entweder dieses Internet-Commentary sein, das glaube ich aber auch weniger, ehrlich gesagt. Ich würde sogar jetzt laut Ausschlussverfahren auf Lost in Translation mit Scholle tippen. Also das Scholle und die Taliban. Ist eingeloggt? Ist eingeloggt. Kann ich noch 50-50 oder so nicht nehmen? Nein, nicht 50-50, ich gehe volles Risiko. Ja, okay, dann muss ich dich leider enttäuschen, das war ein emotionales Video. Achso, ja, okay, da haben wir am Anfang auch so rumgeschrien, ne? Ja, stimmt. Ja, da war ja was. Ja, stimmt. Ich hau mal einfach raus. Hau mal einfach raus. Nein, nicht nur der Hinter, ihr. Ja genau, du Priest. Welchen Gründen auch Zeiten dem ein Kanal. Also ließ sich auf dem Kanal von Korinth Team 2 Sieg und Kritik. Weitere Termine, Freund, dem Engen und Prakash. Widersteht jenes Kritik nicht mit dem Namen als seiner Erster und somit auch um ihm am kleinster ist, was auf dem anderen beide Termiten gibt, verrät die englische Küste. Also es war sehr, sehr philosophisch. Wie aus einem Rätsel- oder Philosophiebuch. Es klingt sehr philosophisch auf jeden Fall. Ich bin mir relativ sicher, dass es mein Kanaltrailer, mein mittelmäßig guter Kanaltrailer sein dürfte. Okay, willst du es einloggen? Bist du sicher? Nicht Publikumsjoker vielleicht? Ich würde gerne meine Mama anrufen, aber die geht nicht an ihr Telefon. Oder kann ich jemanden anderen aus der Community anrufen? Klar, das ist auch möglich. Also du kannst okay, es hier... Okay, Moment. Nehmen dazu einfach mal eine den Zuschauern bekannte Person, Moritz Scholle. Okay. Bitte geh ran, Scholle, Mann. Es geht gerade um wie viel Geld geht's? 25 Euro. Okay, 25 Euro. Komm schon, Moritz. Komm schon! Peil, ist doch jetzt ein Scherz, dass der Junge nicht rangeht, oder? Haben Sie mich gesagt, dass Sie hier in der Sendung heute dabei sind? Ja, doch. Ah, scheiße. Hat er gemeint, juckt ihn nicht. Ach Gott. Kenne ich, wenn Freundschaften zerbrechen. Fuck, Mann. Der ist so bei mir unten durch, Mann. Aber ich hab doch die 5 Cent Absicherung, oder? Klar, das haben Sie auf jeden Fall. Ja, ja gut, dann gehe ich einfach Risiko. Ich sag mittelmäßig guter Kanaltrailer Crowned. Ja, dann muss ich Sie enttäuschen, es war leider nicht der mittelmäßig gute Kanaltrailer, sondern der mittelmäßige Kanaltrailer. Also, ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Das war's auch dann schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Schaut auf keinen Fall beim Crown vorbei und ansonsten, ja, bis dann, bleibt schleimig und so. Und scheiße, der Typ hat gewonnen. Fick dich. Na, tschüss. Tschüss, grüß die Oma. Ja, okay. Und schaut bei Scholle vorbei und sagt ihm, dass er ein Hurensohn ist, weil er nicht ans Handy geht. Ich will Hate-Kommentare unter seinem Video sehen. Ich will sehen, wie er ihn zerlegt. Dislikes, alles. Ja, alles am Start mit dabei. Aber jetzt mal erstmal ins Bett gehen. Ja. Gute Nacht. Ist schon spät. Tschüss.